Hallo zusammen, hier ist wieder Hotela und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dafür habe ich schon wieder ein paar Goldstückchen ausgegeben für Verschiedenes. Und was ich jetzt genau gekauft habe, werden wir uns einmal angucken. Ihr seht schon, ich sitze hier auf einem mehr oder minder schicken Mount. Ich finde das Mount jetzt ehrlich gesagt vom Aussehen nicht ganz so nice, aber es hat eine relativ coole Mount-Animation mit dem Rumfliegen hier und auch dieser Antrieb, dass er so ein bisschen nach außen sich quasi ausklappt, finde ich schon ganz cool. Im normalen Zustand ist es jetzt nicht so der Burner, muss ich ehrlich sagen. Und das war eins der Sachen, die ich mir geholt habe. Wo gibt es das Ding her? Das ist der Zerrend-Aufseher. Und den bekommt man, wenn man den Mythic Jailer umhaut. Ich bin aktuell die Season, beziehungsweise den Raid-Content nicht am Raiden gewesen. Deswegen war ich auch nicht im Mausoleum unterwegs. Und da mir jetzt noch ein paar Achievements gefehlt haben, vor allem im Mausoleum, aber auch die Fated Raids, dachte ich mir, komm, ich guck mir das mal an, was das so kostet, um dann einfach mal die Mounts fertig zu kriegen und auch tatsächlich die Achievements. Ich habe mir jetzt alle drei Fated Runs gekauft gehabt und für alle drei insgesamt 15,5 Millionen gezahlt. Heißt für jeden Fated Raid Kasnathria, dann der Sylvanas Raid, wie ich ihn so schön sage, und dann das Mausoleum jeweils 5, irgendwas, also ein paar Takte an Gold gezahlt. Dafür habe ich dann beim Jailer auch das Mount gekriegt, das Sylvanas Mount. Das wäre theoretisch wahrscheinlich auch dabei gewesen, aber das hatte ich schon, weil den Sylvanas Raid hatte ich damals quasi geradet gehabt und dementsprechend auch das Mount rausgezogen. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also mit den Mounts sind wir jetzt mit dem Ding hier durch. Jetzt habe ich in-game zumindest angezeigt 830. Auf Data for Azeroth sind es, glaube ich, ein gutes Stück über 900. Da werden aber alle Mounts gezählt. Hier sind jetzt nur die, die ich, glaube ich, auch tatsächlich mit dem Druid benutzen kann. Aber wie ihr seht, sind es hier in-game alle, die angezeigt werden. Und dementsprechend sind wir mit den Mounts soweit fertig. Dann, wie gesagt, habe ich mir ja nicht nur den einen Run gekauft im Mausoleum, um quasi die Mounts fertig zu kriegen, sondern halt auch die anderen Fated Raids. Und ja, damit habe ich auch dieses Meta-Achievement für alle vier Fated Raids und da gibt es halt dann diese Portale dazu. Und das Schöne ist, die Portale sind tatsächlich Battle.net-Account gebunden, ne? Also normalerweise waren jetzt alle von diesen Port-Sachen immer nur Char gebunden, heißt, dass man sie nur auf dem einen Char einsetzen konnte oder kann, mit dem man sie auch erspielt hat. Hier ist das Schöne, weil das hier ein Account-Achievement ist, dass man es wirklich mit jedem einzelnen Char machen kann. Gut, muss ich mir jetzt nach Kasnathria oder da zum Sylvanas Raid in Schlund oder ins Mausoleum porten? Wahrscheinlich nicht, wenn wir ehrlich sind, aber da geht es um die Heldentat, uns dann quasi zum Haben. Und ich sage hier explizit schon Heldentat, weil sobald das nächste Addon rauskommt, wird das Ding wahrscheinlich zu einer Heldentat, ne? Ich habe mir das jetzt gekauft gehabt, weil das so das Letzte ist, was mir noch gefehlt hat. Alle anderen Achievements habe ich fertig und ihr seht, ich bin jetzt hier auch bei 100%. Also ich habe jedes einzelne Achievement, das man im Spiel holen kann. Da dachte ich mir, komm, für die letzten paar lässt es was springen und gut ist die Sache. Ja, sind wir da tatsächlich durch. 15,5 Millionen waren es. Fand ich ein ganz fairen Preis für alle drei Fated Raids, da hat die Gilde auch ein bisschen was für zu tun und ja, wahrscheinlich, wenn ich jetzt noch ein paar Wochen gewartet hätte, wäre es noch ein bisschen weiter runtergegangen, aber ich wollte es einfach quasi abgeschlossen haben und damit bin ich tatsächlich durch mit dem Ganzen. Es wird die Tage noch ein Collection-Update geben, wo ich auch nochmal ein bisschen auf die Sache eingehen werde mit den anderen Collection-Sachen, beziehungsweise auch was ich gerade so mache. Aber jetzt hier für das Waste of Money-Video soll es das quasi einmal gewesen sein. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Hättet ihr jetzt, obwohl ihr wisst, dass es zu einer Heldentat wird, das noch gekauft für so viel? Oder hättet ihr gesagt, ah, da warte ich lieber und fahre mir das Mount dann vielleicht nächste Expansion weiter, wo ich immer so ein bisschen überlege, ja, wenn es 1% habe, habe ich da eigentlich wenig Bock und so ein paar Heldentaten will ich natürlich auch ganz gerne mitnehmen. Gut, das war's von der Seite aus von mir und ja, ich verabschiede mich dann, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao!